Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Saxonia. Ja, Kartenversion 2.11. Wir sind in Folge 237. Und ich war am Überlegen, ob ich die Sämaschine gleich anmache und vorher hier den Kleckerreste noch irgendwas von einsammle. Ich glaube, die Idee ist gut. Und wir könnten es schaffen, dass die Sämaschine. Ja, es ist schwierig, sagen wir es mal so, weil wir müssen eigentlich ein Vorgewende machen. Ne? Wir können natürlich auch gucken, wie er wendet und am Schluss das Ganze einmal nachmachen per Hand. Ist natürlich die Alternative. Da gucken wir einfach mal. Aber wenden müsste ich halt eh erst die eine halbe Bahn da noch hinweg machen. Da wir gelernt haben, wir brauchen alles Stroh, was wir kriegen können. Und auch alles andere. Ne, wenn wir jetzt bei den Schweinen sehen, was da so an Futter durchgeht, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass wir nochmal ein Feld machen müssen, wo wir die Hälfte häckseln und die Hälfte Mais machen. Nur um bei den Tieren die Hauptfuttersorte zu haben halt. Ne? So sieht das Ganze dann nämlich aus. So. Dann würde ich mal sagen, mache ich die Reste einfach jetzt erstmal. Und dann schicken wir unsere Sämaschine los. Dann kann ich auch hier hinten rausfahren. Zeug fürs Räuspern. Dann fahre ich hier hinten raus, weil die Bahn ist natürlich mehr auf dieser Seite. Ja, die ganz kleinen Stupsen hier, die sind, ja, ne? Die ignorieren wir. Es geht mir jetzt einfach nur um das, was ganz am Ende an teilweise Häufchen über ist und natürlich jetzt die Bahn, auf die wir zufahren natürlich, ne? So, das Ganze angeschmissen. Und dann schauen wir mal. So, ja, da kleckert sich schon wieder was zusammen. Und ihr seht, da sind teilweise ein, zwei Hügelchen bei und sowas. Und das ist ja das, wo das meiste drinne steckt, teilweise. Mal sehen, was das hier für eine Bahn wird. Ja, sind schon mal fast ein Drittel in der Maschinerie sozusagen. So. Also hier geht es nicht um Feinheit, hier geht es jetzt erstmal nur um das Mittel der großen Haufen hier wegzunehmen. Die anderen kleinen Reste und sowas. Das muss gar nicht so unbedingt sein. Ich werde jetzt hier auch einfach stumpf mal noch durch die Haufen hier durchfahren. Und hier über noch ein kleines bisschen wegklauen. So, also die anderen sollten jetzt auf jeden Fall ganze Bahnen werden. Da wir jetzt eh noch fünfmal fahren müssen, so wie es da aussieht, werde ich jetzt den Part erstmal wegbringen, werde zum Feld zurückfahren und dann werden wir erstmal die Sämaschine anschmeißen. So sieht es jetzt aus. Dabei ich bin am Überlegen, ob ich nicht tatsächlich immer ein Stück der Bahn wegfahre. Hier vorne, dass wir tatsächlich einmal ein Vorgewende fahren können. Also eine Bahn wenigstens. Das ist jetzt noch mein Gedanke, weil ich habe ja noch Platz drinne. Und ich glaube, das mache ich auch.
So, das reicht ganz locker. Ich habe jetzt die Maschine angelassen, einfach nur den Aufnehmer halt hochgenommen. Deswegen macht er jetzt hier nichts. Okay, die Dings ist geerntet. Aufnehmer runter. Schon nehmen wir den Strohpart hier auf. Hier ist der Wendekreis ein bisschen knapp. Deswegen nehmen wir jetzt den Strohpart hier auf. Das ist ja auch schon prädestiniert vorgegeben. Hier werde ich jetzt ein bisschen schräg ranfahren. Das heißt, den kriegen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal den ganzen Hügel mit. Ne? Den ganzen Hügel damit. Das ist, glaube ich, super. So. Hier den Aufnehmer runter. Und dann können wir tatsächlich ein kleines Vorgewende fahren. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. So. Knapp am Zaun lang. So. Und hier werde ich jetzt einfach drauf bleiben, weil das Ganze eh schon keine ganze Bahn mehr wird. Ne? Und dann werden wir mal gucken, wie viel wir jetzt hier wegkriegen. Hier hole ich jetzt auf jeden Fall noch den so viel wie es geht runter. So, sehr schön. Jetzt sind wir offiziell voll. Das passt, würde ich sagen. So, ja, wie gesagt, das bringen wir jetzt einmal rüber. Und wenn wir wieder hier sind, dann springe ich einmal in die Sämaschine und dann setzen wir sie neu an. Wir können auch nochmal gucken, was wir jetzt dann wofür dann angesät haben. Dass ihr nochmal genau Bescheid wisst, was wir damit vorhaben. Versuchen wir möglichst sozusagen einmal in der Woche nochmal eine Übersicht zu bringen, falls mal Leute ein paar Folgen nicht gesehen haben. Ich hatte ja auch schon, ich glaube, in der letzten Folge angerissen, was wir noch machen müssen. Das brauche ich natürlich auch nicht in jeder Folge wiederholen, ne? Hoffe ich. Deswegen, also wenn ihr noch irgendwelche Ideen, Wünsche oder Vorschläge habt, schreibt es natürlich mal gerne in die Kommentare. Würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr zwischendurch mal schön ein Abo da lassen würdet, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Oder wenn ihr irgendwelche positiven oder negativen Sachen habt, dann könnt ihr natürlich auch die passenden Daumen dann benutzen, klar. Dafür sind sie da. So, wir hauen hier nochmal eine Runde Stroh rein. So, sehr schön. Jetzt fahren wir erstmal zum... Ja, komplett aus Feld fahren ist natürlich jetzt nicht so geschickt, weil wir wollen natürlich da Vorgewände haben. Wenn wir uns da selber im Weg hinstellen würden, wäre nicht so praktisch. Ne? Aber ich würde sagen, auf dem Weg zum Ausgang, da stellen wir uns mal hin und dann gucken wir uns mal die Felder an und dann geht es zur Sämaschine. So, sehr schön. Das läuft doch schon mal. So, ich würde sagen, das reicht erstmal ans Entfernung. Wir gehen zur Sämaschine. Die können wir für den kleinen Trip... Ja. Okay. Wir haben einiges zu tun, weil es sind einige, die an irgendwelchen Brücken hängen. Deswegen kriegen wir auch keine Mitteilung, dass irgendjemand da ist oder nicht. Den können wir auch noch wieder wegfahren. Ja, ja, okay, okay. Ich habe es verstanden. So, du kannst als erstes wieder Richtung Feld 43 fahren. So. Du bist die Sämaschine, die wir brauchen. Da falten wir erstmal was zusammen. Jetzt gucken wir erstmal auf die Karte. So, wir schalten zurück zum Früchtespektakel. Also die 13 ist jetzt Gerste drauf. Wir haben auf jeden Fall eine große Menge Raps. Wir haben auf jeden Fall eine schöne Menge an Mohn angepflanzt. Das ist für die Bäckerei. Und also erstmal für die andere Produktion noch. Da müssen wir natürlich auch noch gucken, was wir da anliefern müssen. Bei der Blaumohnproduktion. Die war auch irgendwo hier unten. Na? Jetzt übersehe ich sie wahrscheinlich gerade, aber... So, da war ein kleiner Cut, das Real Life. Böse, böse. So, irgendeiner
Steht da unten? Egal. Irgendwo hier ist die Blaumondproduktion. Die werde ich auf jeden Fall noch wiederfinden. Das klappt schon noch irgendwann. Ist aber egal. Jetzt geht es um die Felder. Also, wir haben den Mohn für die Bäckerei. Wir haben Gerste, um noch die Brauerei aufzufüllen. Und wir haben Raps, den wir brauchen für beide Produktionen hier. Unter anderem, um Sprit zu haben oder den Rapspart auch für die Schweinefutterproduktion zu haben. Das heißt, eine Alternative, um halt die Molkerei komplett auszunutzen und um noch eine Reserve neben dem Raps zu haben, wäre auf die 1 jetzt Soja anzupflanzen. Ich glaube auch, wir haben noch gar kein Soja angepflanzt bis jetzt. Deswegen gucken wir einfach mal. Hafer, Raps, Sojabohnen. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir fahren ein bisschen rückwärts, wir fahren ein bisschen rüber. Man merkt schon, es wird langsam dunkler. Dann wollen wir jetzt erstmal ein Vorgewende fahren. Das werden wir dann jetzt mal per Hand durchziehen. Merkt, es wäre besser noch mal weitere Millimeter rüber zu fahren. So, dann machen wir das Ganze an, wir machen das Ganze runter und wir machen den Helfer an. So, und der wird jetzt einmal hier eine schöne gerade Bahn ziehen. Wenn wir gleich hier vorne angekommen sind, werden wir auch sehen, dass er wahrscheinlich auch nur die eine Bahn macht. Oder wir machen ein bisschen eine überlappende, sodass uns nichts verloren geht vom Stroh. Ist natürlich dann mit unserem Ran- und Rausfahren hier auf die Stelle natürlich schwierig, weil entweder fahren wir durchs frisch Gesäte oder wir machen da hinten den kleinen Knick. Aber wir sind ja eh relativ am Ende da hinten. Deswegen sollte es also eigentlich kein Problem sein, das dann irgendwo zu machen. So, gut, ja, es rollt. Also der Traktor, das hier wird gezogen, wie ihr seht, aber es rollt in dem Sinne auch. Ne? Lauter kleine Reifen da zum Rollen. So. Das alte Zeug wird alles übergebügelt jetzt hier. Kleine Reste vernichtet. Mal gucken. Ich habe meinen Finger schon auf die Position, um ihn auszuschalten. Aber ich hoffe, er fährt bis zum Ende hier. Ja, ach da. Sehr schön. So, das habe ich mal ausgemacht. Ich hoffe, ich kriege hier den Part gut rumgezogen. Das sieht gut aus. Ich mache ihn jetzt mal wieder an. Und fahren die Bahn wieder zurück. Ne? Da vorne stehen wir ja schon. Aus der Entfernung geht sogar das Tor auf. Seht ihr das? Okay. So, wir fahren die Bahn jetzt hier noch eben zu Ende. Dann setze ich ihn auf langer Bahn an. So, ne? Sorry für das Zwischendurch, aber ja, was soll man machen? Das passende Wetter dazu. Und dann machen wir auf jeden Fall den Strohpart zu Ende, weil sonst holt er uns irgendwann ein. Wir werden auf jeden Fall auch mit den Jungs die Runde auffüllen müssen. Aber wie gesagt, die Überladewagen stehen da vorne. Ja. Das sollte dann also dann kein Ding sein. So. Ja, dann ist das die letzte Feldarbeit. Sobald er hier fertig ist, geht das Wachstum natürlich wieder an. Ne? Ganz wesentlicher Punkt. Dann legen wir wieder los und dann warten wir, dass wir vom Unkraut überrascht werden oder vielmehr nicht. Mal gucken, was zuerst kommt, das Düngen oder der Unkrautpart. Dementsprechend werden wir dann natürlich unsere Spritze dann befüllen und dann mal richtig loslegen. Hier könnte er jetzt am Schluss abbrechen, weil die Mauer im Weg ist. Ich muss mal gucken, was er macht. Er macht es nicht. Sehr schön. So, ich fahre ein Stückchen zurück. Ich will natürlich jetzt nicht, dass er so weiterfährt. Wir wollen jetzt ja hier flotten Bogen machen. Dass wir jetzt nicht, vielleicht nicht optimal an der Kante stehen, ist mir egal. Aber es ist ziemlich okay. So, gut. Ja, damit ist die Sache hier erstmal erledigt. Und wir haben natürlich jetzt hier noch so ein paar Kollegen,
die Angst vor Brücken haben. Und diese Angst müssen wir jetzt erstmal nehmen. So. Deswegen fahren wir jetzt erstmal mit ihm hier so weit, dass wir von der Brücke runter sind. Und das machen wir mit dem Gülletankwagen auch so. Ich glaube, der hing auch an irgendeiner Brücke fest. Aus irgendeinem Grund mögen die keine Brücke. Kann natürlich sein, dass er die Brücke nicht findet, sozusagen. Und er würde versuchen, gerne unten weiterzufahren. Und unten ist aber gar nichts zum Weiterfahren. So, der fährt schon mal weiter. Das ist super. Die Gülle-Geschichte ist angekommen. Das ist auch super. Die entladen wir denn hier schon mal. Und in der Zeit, wo das hier entladen wird, können wir nochmal gucken, ob wir noch ein bisschen Mais loswerden. Ne, das ist alles voll. So, dass wir ihn hier vielleicht noch wieder nach Hause fahren. Dafür können wir natürlich erstmal noch auf dem Feld hier gucken. Ist hier alles gedüngt? Oder hat er irgendwie einen Streifen übergelassen? Man kennt das ja. Er hat einen Streifen übergelassen. Gut, okay. Wir fahren ein Stückchen zurück mit ihm. Machen ihn jetzt einfach mal eine Runde an. So. Ja, und dann fahren wir einfach mal. Und in der Zeit, wo wir das hier fahren, muss ich leider sagen, sind wir am Ende der ganzen Geschichte. So schnell geht es tatsächlich. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Dann sage ich auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen dann.